Jo, hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Davon haben wir jetzt lange nichts mehr gesehen. Ich habe einfach mal aus Langeweile gerade ein bisschen mit der Switch rumgespielt und habe gesehen, dass wir hier, wenn wir auf das Tagebuch gehen, eine Quest haben, Aix, die Ballade der Recken, Schrein des Lebens. Du hörst Zeldas Stimme, sie teilt dir mit, dass du alle vier Titanen besiegt hast und daher nun auch im Schrein des Lebens versiegelte Kräfte befreien kannst. Begib dich zum Schrein des Lebens und setze den Chica-Stein wieder in das Podest ein, auf dem du ihn gefunden hast. Ich meine, das haben wir noch nicht gemacht und deswegen würde ich das jetzt gerne machen. Und wir haben auch immer noch nur 14 von 20 Hauptquests beendet, steht zumindest unten. Frage ich mich jetzt, warum ist das so? Hiervon fehlen uns auch noch zwei, hiervon ganze 10. Ich frage mich wieso, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Ausgangspunkt und schauen uns das einfach mal an. Ich dachte mir, das kann ich mal gut so zwischendurch mal wieder als Video bringen. Wir haben ja viel, viel Zeit mit The Legend of Zelda Breath of the Wild verbracht. Und es ist halt einfach ein gutes Spiel. Das können wir alle nicht verneinen. Es ist wirklich gut gewesen und ich bin gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Ich würde auch super gerne weitermachen. Wir haben ja Ganon besiegt, also wir haben das Spiel eigentlich durchgespielt. Aber uns fehlen noch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ich glaube, 2 Crocs, die ich bisher immer noch nicht gefunden habe. Für euch mag das vielleicht auch ein bisschen, abrupt jetzt ganz kommen, dieser Part, aber es gehört halt einfach dazu und deswegen wollte ich das Ganze auch jetzt gerne noch hinterher schieben. Ich würde auch super gerne noch die Crocs holen, aber dafür braucht man auch wieder die Motivation, ne? Gut, wo haben wir den Chica-Stein bekommen? Wir haben ihn hier bekommen. Und von diesem Podest haben wir ihn damals geholt und hier könnten wir ihn jetzt wieder reinstecken, was wir auch einfach mal machen werden. Ich teste mal kurz aus, ob ich meine Facecam so ganz easy ausblenden kann. Ja, geht. Denn falls jetzt eine wunderschöne Sequenz kommt, was ich mir gut vorstellen kann, werde ich die natürlich wegschalten. Ganz logische Sache. So, der Chica-Stein wäre wieder reingesteckt. Chica-Stein und Träger erkannt. Pilotenprüfung wird initialisiert. Aufzusuchende Orte wurden auf der Karte vermerkt. Es kommt also doch keine Sequenz, sondern wir sollen jetzt quasi einfach... Oh, wer kommt denn da? Wer... Was? Nicht wer, sondern was ist das? Ich hoffe, vom Sound her ist alles cool. Die Prüfung beginnt mit Aufnehmen des Schwertes. Ist das ein Schwert? Das ist eine neue... ich weiß... Das neue DLC wird das sein, right? Krass. Wenn wir uns sowas mal angucken. Komm, jetzt habe ich die Aufnahme gestartet. Auch wenn vielleicht, ja, ich sag mal, nicht alles optimal ist, können wir uns das ja trotzdem mal angucken. Oh. Eieiei. Wie bei dem Master Sword. Ich bin der Priester Mies Gyoshia. So höre, der du einen Titanen zu steuern vermagst oder so. Dieses Ziel zu erreichen erfordert große Hingabe. Diese Waffe besiegt Gegner mit nur einem Streich. Doch auch ihr Träger wird nur mit einem Schlag besiegt. Du kannst diese Fähigkeit innerhalb einer bestimmten Zeit nur zweimal einsetzen, wenn die Waffe leuchtet. Nach einer bestimmten Zeit erhält die Waffe ihr Leuchten und damit auch ihre besondere Fähigkeit zurück. Gehe zu den 4 markierten Orten auf dem vergessenen Plateau. Besiege alle Monster dort, um deine Stärke unter Beweis zu stellen. Wenn du dich nicht bereit fühlst, verlasse dieses Plateau. Die Waffe kehrt dann hierher zurück und die Prüfung wird beendet. Zerstörer! Diese Waffe besiegt mit nur einem Schlag. Doch auch für ihren Träger bedeutet ein Treffer das Ende. Nach 2 Treffern in Folge verliert sie ihre Fähigkeit für kurze Zeit. Okay, das klingt für mich auf jeden Fall interessant. Wir sind auf jeden Fall down.
was unser Leben angeht. Aber nur bei Treffern, ne? Okay, also wir haben jetzt quasi die Quest, geh an diese vier Orte und kille alle Gegner da, um halt zu testen, ob wir bereit sind für diese Quest. Okay, wo gehen wir als erstes hin? Wir könnten uns irgendwo hin teleportieren. Komm, wir gehen einfach mal unten in den Wald. Dann können wir ja easy hinfliegen. Also das heißt, wir dürfen jetzt auch nicht großartig runterfallen, ne? Ich bin gespannt, was für Gegner dort auf uns warten. Wir haben auf jeden Fall... was machen wir denn? Was für eine Waffe? Ja gut, wir nehmen die Waffe dann einfach. Können wir die Waffe denn... Ne, sobald wir sie ablegen, ist Ende, ne? Oder? Oder ist es erst Ende, wenn wir das Plateau verlassen? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Aber gut, wir versuchen es einfach mal. Was soll schon passieren? Was soll schon groß passieren? Landen wir mal hier drauf. So. Wo haben wir jetzt hier Gegner? Das ist die Frage. Könnte auch mein Schleichkit könnte ich auch anziehen. Oh, die haben mich schon gehört. Der zerbricht bald. So, den hätten wir auch runtergekickt. Den haben wir ja schon gesehen. Beim Flug hierhin. Wo sind sie denn jetzt? Ja, keine Gegner. Wir müssen halt aufpassen, dass wir kein einziges Mal getroffen werden. Sonst sind wir down. Also da hinten rennt auf jeden Fall noch jemand rum und da auch. Aber sind das die Gegner, die hier gemeint sind? Da geht mein Bogen natürlich kaputt, genau in diesem Moment. Nehmen wir mal als nächstes einfach den hier. Wir gehen einfach mal in den Fight. So, stirb, Kollege. Ich würde ja gerne diese Waffe mal einsetzen, aber ich weiß nicht, ob das bei den Gegnern hier schon machen sollte. Klingt für mich so ein bisschen verschwendet. Aber gut. Super. Wenn solche Viecher kommen, was soll ich denn dann machen? Ich bin nicht eingespielt. Ich habe das Spiel noch ewig nicht angepackt, Mensch. Wie gemein ist das denn jetzt? Wie gemein ist denn das denn jetzt? Hm? Schreibt's mir in die Kommentare, dankeschön, tschö. Die Viecher sind auch schon wieder da. Was will der denn?
Gehen wir einfach mal sneaky peeky an diese Situation heran. Zeig dich doch mal, Kollege. Tot. Die da muss ich auch irgendwie loswerden. Okay. Dann wir jetzt mal hier hoch. Das erinnert an alte Zeiten, ey, als wir das noch regelmäßig gespielt und gestreamt haben. Das waren Zeiten, oder? Okay, bei dem Gegner war es auf jeden Fall angebracht, weil die Silbernen, wie wir wissen, sind sehr stark. Schauen wir mal weiter, was wir so hier regeln können. Das ist natürlich blöd und bleibt da die ganze Zeit stehen. Danke dafür. So. Da steht auch noch einer. Header. Okay. Da hätten wir alle besiegt, aber was kommt nun? Was ist das? What is this? Ein Schrein? Lol. Einfach ein Schrein, tatsächlich. Wie cool! Ich gehe da rein, was auch immer mir das bescheren mag. Jovaka i Ruta Schrein. Alles klar, los geht's. Nehmen wir einfach mal spontan so ein Ding hier auf. Mann, oh Mann. Fange wilde Pferde, bla 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 bla. Wir kennen uns doch schon aus in diesem Spiel. Also wir haben ja viele, viele Stunden gesammelt damals. Ich hoffe, ihr freut euch über diesen Einwurf hier von mir einfach mal. Fingerspitzengefühl. Toll. Ich kriege irgendwas ab und ich bin direkt tot. So, und ich muss wieder eine Kugel hier hinbringen, ne? So, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt hier das Schwierige? Ich darf definitiv keinen Schaden nehmen. Das ist eins, was klar ist. So. Hier haben wir etwas, was ich scheinbar hiermit steuern kann. Ja? Ja, richtig. Und damit muss ich wahrscheinlich so eine Kugel dann auffangen. Von mir aus die große. Das ist mir ganz recht. Nein! Komm, noch mal. So, jetzt ganz langsam hoch. Ganz langsam hoch. Genau. Und dann ganz langsam hier rüber. Ich schätze mal, dass das dafür ist, um diese Kugel dann da reinzubringen. Richtig? Zack. Das sieht schon mal gut aus. Somit hätten wir schon mal die Kiste auf jeden Fall befreit. Ich bin gespannt, was weiter noch auf uns wartet hier. Was kriegen wir denn hier erstmal mit der Kiste? Aus der Kiste, besser gesagt. Ischienbogen, okay. Jetzt nichts Besonderes, aber wir müssen es mitnehmen, weil ihr wisst, jede Kiste muss geleert werden. Oder dann machen wir den hier weg. Wegwerfen, zack. Und dann nehmen wir den Ischienbogen mit. Let's go. Das sind ja diese Bögen, mit denen man zoomen kann, right? Right. So, und dann brauchten wir da hinten die kleine Kugel, glaube ich, ne? Boah, noch eine kleine Kugel. Wieder, genau. Wieder will ich haben. Hab ich sie? Nein. Hab ich nicht. Gut. What? Wieso sind die jetzt da hinten reingeflogen? Ey! Gemeinheit!
Und da hinten ist auch noch eine Truhe, ne? Brauche ich auch. Die brauche ich auch, die Truhe. Moment. Die hole ich mir zuerst. Ey. Lieg halt immer anders, genau. Ist doch nicht. Ist doch nicht euer Ernst. Come on. Und? Na! Überhaupt nicht raus. Ne, hau ab! Die Kugel will ich nicht. Na, ey. No, das war so knapp! Hau ab! Oh! 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 Es war so möglich! Ich hab's! 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 Nein! Das ist ein Patrouille! Komm raus da jetzt, ey. Ich hab die Kiste! Muss ich nur noch irgendwie da. Oh. Danke! Danke! Zwei Kisten! Wow! Dafür habe ich das gemacht. Ich flipp aus. So, und jetzt hole ich mir noch die Kugel. Und jetzt hole ich mir noch die Kugel. Das ist einfach Geduldssache irgendwie. Das ist einfach Geduld. Nicht dein Ernst. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie da rüberlaufen. Und das hinkriegen. Dass das nicht rausfällt. Und ich keinen Schaden bekomme. Ich nehme nicht Schaden. Bin ich tot. Direkt. Aber. Ich glaube, das hat so ganz gut funktioniert. So, jetzt hole ich die Kugel da von Hand raus, damit da auch bloß nichts passiert. So, und werde sie von Hand hier hineinlegen. Danke. Alter, das war eine Herausforderung auf jeden Fall. Crazy, crazy. Aber, gib mir mein Zeichen der Bewährung, please. Please, gib es mir einfach. Oh Mann. Du hast meine Prüfung gemeistert, ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Weiß. Ich weiß, ich bin toll. Danke. Also man kann sich noch ein Herz quasi dann dazu holen, beziehungsweise... Hey, cool.
Also ich habe ja jetzt schon volle Ausdauer. Und dann kann ich mir quasi ein Herz durch diese vier Standorte beziehungsweise vier neue Schreine dann noch dazu holen. Das ist cool. Sollen wir denn oder soll ich die nächsten vier Punkte-Stationen auch noch machen? Falls ja, schreibt es mal in die Kommentare. Das war ja jetzt einfach eine spontane Idee, weil ich das so spontan gesehen habe. Ich dachte, vielleicht wäre da noch ein kleiner Clip oder sowas hinter. Hab ganz vergessen, dass ja durch dieses, dass einfach noch etwas durch das neue DLC dazu kam. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, dass ich mich dieser Herausforderung dann auch noch stelle. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich teleportiere mich einfach mal hier hin. Und genau. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und bis denne. Verfolgt schön meine UI-Videos. Ciao.